Herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, schön, dass ihr auch einschaltet. Heute wieder, wenn ich ein tolles, tolles Hero-Game wieder für euch habe. Ja, ich glaube, ich habe in der Messe wirklich gut eingekauft, muss ich sagen. Und zwar habe ich heute für euch Phoenix New Horizon von einem spanischen Verlag. Der heißt Pedro Loco Games. Und ja, das Ganze sieht so aus auf der Rückseite, dass ihr das auch gleich seht. Das ist ein Spiel, sehen wir da irgendwelche Daten. 1 bis 4 Spieler ab 14, 60 bis 120 Minuten soll das Ganze dauern. Ja, die Autor George J. Barroso und J. Tabernier Redondo. Ja, das ist schwierig auszusprechen. Ja, wie gesagt, das ist ein Hero-Game mit einem coolen Arbeiter-Bewegungs-Upgrade-Mechanismus. Also, das hört sich schon wirklich toll an. Und freue mich schon riesig, euch das jetzt auf dem Spieltisch zu zeigen. Und ja, vom Thema her, das ist ein ganz einfaches Thema, das schon in vielen Spielen vorhanden ist. Es ist Endzeit-Game. Ja, die Menschheit versucht sich wieder nach einem Fallout im Endeffekt, glaube ich, aufzubauen. Und dazu müssen wir erstmal Generatoren bauen, die dafür sorgen, dass sich die Umwelt wieder ein bisschen erholt. Und haben wir Generatoren gebaut, können wir dann Gebäude setzen und mit dem Besiedeln anfangen. Darum geht es thematisch in diesem Spiel. Ja, wie das funktioniert, jetzt wie in den letzten Videos auch immer, gibt es erst eine Spielerklärung und wenn ihr diese Spielerklärung dazu überspringen wollt, einfach unten in der Timeline setze ich euch die Stamps, dann könnt ihr gleich zum Fazit springen. Ja, ich denke, die Kombo ist jetzt auch ganz gut, damit ihr vielleicht auch noch ein bisschen sehen könnt, wie das Spiel funktioniert. Ja, ich würde sagen, reden wir nicht groß rum. Gehen wir gleich auf den Spieltisch. Eins noch, wenn euch das Video gefällt, dann bitte den Abo-Button drücken, Glocke aktivieren. Das hilft mir, ja, weil der Kanal wächst dann natürlich und das ist für mich immer gut. Und dann ist es auch viel Motivation, immer mehr und neue Videos zu produzieren. Also auch danke dafür. Ja, also nicht lange rumreden. Wir schauen uns das jetzt auf den Tisch an und ich freue mich, wenn wir uns dann beim Fazit wiedersehen. Bis gleich. Ja, da sind wir schon am Spieltisch angelangt. Und ihr seht, das Spiel ist hier schon voll im Gange und mal ganz untypisch. Ich habe keinen Bock gehabt, jetzt das Spiel für einen Spielstart neu aufzubauen für das Video. Ja, wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt und vielleicht ist es auch mal interessant zu sehen, das ist jetzt ein fertiges Spiel, das ihr hier seht. Ich habe dieses Spiel mit einem Punkt Vorsprung zu meiner Frau gewonnen. Mega spannende Partie, ehrlich. Und das ist wirklich, das zeigt auch schon, wie cool das gebalanced ist, wenn man da selber nicht viele Fehler macht. Ja. Und vielleicht ist es auch mal interessant zu sehen, wenn ich da jetzt ein bisschen herumräumen werde, um euch diverse Sachen zu erklären. Ja, also ich glaube, es sieht auch so schon mal diese Sicht interessant aus, wenn der Spielplan mal vollgeräumt ist. Und ich glaube, dass ich euch das so auch ganz gut erklären kann, das Spiel. Ja, da würde ich sagen, legen wir los. Einiges gibt es da zu sagen. Erstmal, was seht ihr alles? Natürlich klassisch der Spielplan. Die sind doppelseitig bedruckt. Ja, der Aktionsplan und der Spielplan sind doppelseitig. Ihr seht hier auch an der Turn Order, das ist für zwei Spieler hier ausgelegt. Das sind diese Gebiete hier gesperrt. Diese sind farblich auch durch diverse Regionen unterteilt, in der wir versuchen können, dann unsere Regeneratoren und Gebäude zu bauen. Ihr seht hier diese Holzanzeiger sind Regeneratoren. Diese runden Scheibchen hier, das sind Gebäude, die wir bauen können. Hier oben sehen wir so eine Art Mehrwerttrack. Ja, da könnt ihr dann eure Gebäude wertvoller machen. Dann haben wir hier diese grünen Teils, das sind Endgame-Scorings, die man dann mit eigenen Arbeitern aktivieren sollte, um am Spielende Siegpunkte zu bekommen, ähnlich wie man sich vorstellen kann, wie in Terraforming Mars die Meilensteine. Also auch klassisch, man muss das hier aktivieren, dazu klären gleich später mehr. Ihr seht 9 Stück, an diesem Track hier liegen 3, da haben wir 3 und hier an diesem Board sind auch nochmal 3 abgebildet. Ja, dann haben wir hier den Kernmechanismus, das heißt, wir haben hier ein Board und dieses Board ist gefüllt mit Aktionen. Diese Aktionen, die man hier auslösen kann, das heißt, während des Spiels stellt man Arbeiter drauf und kann die Aktionen dann triggern, wie in einem Worker Placement Spiel, nur dass man diese Arbeiter bewegt. Ja. Und dieser Aufbau hier ist auch zufällig, das heißt, es gibt Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4 Aktionsplättchen, die werden jeweils gemischt und zufällig hier angelegt. Ein kleiner Nachteil, den ihr seht, vielleicht dann auch später, wenn es ums Material geht,
ist ein bisschen nervig. Wenn man die eingesetzt hat, das funktioniert ganz gut, sollte man das Brett nicht mehr verschieben. Ich habe das jetzt fürs Video, wollte ich das ein bisschen weiter runterschieben, dass es ins Bild kommt. Und jetzt seht schon, es ist ganz leicht gewölbt. Dann könnte es sein, dass sich die Plättchen dann unten reinschieben. Und wenn du das Board einmal verschiebst, ist es mega nervig, das wieder hinzubekommen. Ja, dann musst du das alles neu belegen oder so lange rundschieben, bis das hier wieder passt. Also, wenn ihr das Board belegt habt, besser nicht mehr verschieben. Ja, also hier werden wir dann unsere Aktionen machen. Hier haben wir Technologien, die wir freischalten können. Und jeder Spieler bekommt ein Playerboard. Und dieses Playerboard ist auch angefüllt mit vielen Sachen, die man hier mit vielen Holzsteinchen. Ich hole hier mal ein Playerboard aus der Box, um euch das Ganze noch ein bisschen besser zeigen zu können. Ihr seht, der Platzbedarf ist hier schon enorm, auch beim Video. Vielleicht können wir hier noch einmal das Ganze ein bisschen nach oben schieben. Ja, ein paar Sachen von meiner Frau dann runterwerfen. Und ich werde hier auch den Siegpunkt-Track ein bisschen verdecken. Ja, da kommt auch alles gut ins Spiel. Das passt. So. Ja, also das Playerboard wird angefüllt mit diesen ganzen Holzsteinchen hier. Das heißt, hier liegen Gebäude, hier liegen dann die Regeneratoren aus und die könnt ihr im Laufe des Spiels natürlich auf den Spielplan bauen und schaltet dadurch diverse Boni frei, meistens Energie. Da haben wir noch so einen Technologietrack, den wir auch hochwandern können. Hier haben wir auch einen Track, den wir auch raufgehen können. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem größten Thema natürlich, wie spielt man das Spiel und was will man denn da eigentlich machen? Ja, im Endeffekt probiert man hier Gebäude zu setzen. Man bekommt am Spielanfang auch so einen Auftrag auf die Hand. Ja, also jeder bekommt so eine Diskette, die kann man dann ausdraften, die kombiniert wird mit so einem Startauftrag. Ja, das bekommt er dann auch auf die Hand. Das draftet man sich aus, diese Kombination an Karte und Diskette. Das sind dann quasi eure Startvoraussetzungen. Sowas finde ich immer sehr schön. Ja, das heißt, wir haben auch unterschiedliche Startvoraussetzungen, die man sich erstmal ausdraften muss und kann sich da schon eine Strategie eventuell überlegen. Das sind dann eure Startsachen. Die Diskette kommt dann weg. Es ist voll schön vom Artwork her, wirklich. Also sieht schon toll aus. Haben wir ein bisschen Anspielungen auf die alte Zeit, das ist natürlich toll. Ja, und man versucht eben im Spiel hier diese Gebäude zu ersetzen. Das heißt, man baut Regeneratoren und wenn so ein Regenerator da ist, dann können sich auch Leute ansiedeln und kann auch diese Bauplätze hier darunter bebauen. Und diese farblichen Bauplätze braucht ihr dann, um, wie man hier sehen kann, diese Aufträge zu erfüllen. Ihr seht, ich bräuchte hier ein militärisches Gebäude in der violetten Region. Wenn ich da ein Gebäude habe, kann ich den Auftrag runterspielen und bekomme dann den Bonus. Sieht ziemlich einfach aus, aber so einfach ist das dann doch nicht durchzuführen. Aber so ungefähr funktioniert das Spiel. Auch hier oben mit diesen Endgame-Scorings seht ihr hier zum Beispiel am Spielende bekomme ich 3 Siegpunkte für jedes grüne Gebäude, das ich besitze. Oder hier bekomme ich am Spielende für jedes Bronze Gebäude, das ich gebaut habe, das ist ein Bronzegenerator, ein Silbergenerator und ein Goldgenerator. Dann bekomme ich für jedes Bronzegebäude 4 Siegpunkte. Hier bekomme ich für jeden Regenerator, den ich besitze, in dieser Region 3 Siegpunkte, wenn ich da als erster drin stehe. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich zeige euch das mal, da haben wir am Anfang auch mal rätseln müssen, aber dieses Symbol bedeutet, das ist für alle Regeneratoren gültig, die man in dieser Region besitzt. Oder hier oben einmalig 10 Siegpunkte, dann hier für jedes Silbergebäude generell im Spiel, das ich besitze und hier für jeden Auftrag, den ich abgeschlossen habe, bekomme ich auch 2 Siegpunkte in dem Fall. Ja, das heißt, wir versuchen, diese Gebäude zu bauen und mit den Farben, die wir haben, am Spielende viele Siegpunkte zu generieren. So, was macht man jetzt? Wie läuft der Spielablauf denn dann ab? Was hier am Playerboard geschieht, dazu kommen wir dann gleich. Ihr habt generell 3 mögliche Aktionen, die ihr machen könnt. Und zwar, ihr könnt Perform a Task machen, das heißt, ihr führt hier eine Aktion mit eurem Worker durch. Ihr könnt ein Promote machen, ja, das heißt, die Workers hier, die heißen Kommandos. Ihr könnt einen Arbeiter verbessern, das sehen wir dann gleich später, oder aufleveln. Und ihr könnt natürlich passen. Ja, wenn ihr passt, dann
wartet ihr, bis die anderen Spieler alle gepasst haben und dann ist die Runde zu Ende. Wir haben hier einen Roundtrack, ja, einen Rundtracker, wir haben 4 Runden Zeit, dann ist das Spiel zu Ende. So, wir kommen jetzt mal zum Perform a Task. Dazu stelle ich jetzt mal die ganzen Kommandos, das sind eure Arbeiter, wieder zurück auf die Startposition. So würde der Spielstart dann aussehen. Wir haben zwei unterschiedliche Typen an Kommandos. Und zwar, dieser hier ist ein normaler Kommando, das hier ist der Spezialkommando. Ja, das ist ein ganz dicker, großer, schöner Holzmeeple. Die sind wirklich haptisch echt toll. Und diese könnt ihr jetzt hier bewegen, um Aktionen zu machen. Wie geht das? Generell seht ihr 4 unterschiedliche Levels. Ja, das ist hier Level 1, dann haben wir Level 2, Level 3 und Level 4. Diese Aktionen sind jeweils oder diese Levels sind verbunden mit diesen Kabeln hier. Und man kann jetzt ich erkläre jetzt mal die ganz einfache Aktion. Man geht jetzt hier mit seinem Meeple, nimmt ihn mit einer verbundenen Linie, setzt ihn da rein und dieses Symbol bedeutet, ich dürfte jetzt ein Gebäude bauen. Dann nehme ich das Gebäude, das ich hier dann im Spielfeld abgedruckt habe. Das seht ihr hier, die runden Scheibchen hier. Und ich kann nur ein Gebäude nehmen, wo auch mein Energiemarker steht. Ja, das heißt, ihr seht, der Energiemarker steht jetzt hier schon in der Mitte. Wenn der hier unten steht, am Spielanfang natürlich, dann ist es so, oder ich glaube, hier steht er, dann ist es so, ich kann erst nur von der untersten Reihe Gebäude nehmen. Ja, sprich, ich könnte jetzt hier ein Gebäude rausnehmen. Ich nehme jetzt mal 2 vom Spielplan, dann sieht man das auch. Ja, nehme ein Gebäude und kann es irgendwo auf dem Spielplan bauen, wo sich schon ein Generator befindet. Ja, nehmen wir mal dieses Beispiel. Hier befinden sich 2 Generatoren, einer von meiner Frau und einer von mir auf Silber und auf Gold. Und dann müsst ihr den jeweiligen Preis dieses Gebäudes bezahlen. Das sieht man dann hier. Ja, hier seht ihr ein Gebäude auf einem bronzenen kostet 1 Benzin. Benzin ist die Währung hier. Auf Silber kostet es 3 und auf Gold kostet ein Gebäude 4. Ja, das heißt, wir nehmen dieses Gebäude weg, bauen jetzt bei uns hier auf Silber, zahlen dementsprechend natürlich die Kosten und haben dadurch jetzt ein Gebäude gebaut. Weiter passiert nichts. Anders wäre es, wenn ich jetzt das Gebäude hier bei meiner Frau drüben bauen würde, wäre dieser Bauplatz natürlich besetzt, aber sie bekommt dann hier den Baubonus, den man für einen Regenerator bekommt, noch einmal. Das heißt, in diesem Fall 3 Schritte auf dieser Leiste. Ja, also wirklich ganz einfache Aktion, irgendwo Gebäude bauen, wo ein Generator steht, ganz einfach. So. Das wäre so die erste Aktion. Ich erkläre euch die Aktionen dann später, was man machen kann. Es geht mir jetzt nur darum, damit ihr die Kernmechanik versteht. Ja, also einmal grau verbunden kann ich das machen. Ich könnte jetzt aber auch meinen Kommando promoten. Das wäre so die zweite Aktion oder Möglichkeit, die ich im Zug machen könnte. Ihr seht hier diese Wartebereiche mit diesen Feldern, das sind die Wartebereiche der Meeples oder der Kommandos. Und wenn ich jetzt will, dass der eine Stufe höher Aktionen machen kann, mache ich ein Promote. Das kostet mich, folgen wir dieser Linie, 2 Benzin. Ja, dann zahle ich diese 2 Benzin und dann stelle ich ihn hier ab. Das kann ich zweimal machen während dieser Aktion. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich bezahle 6 Benzin, 2, dann hier nochmal 4 und promote den nochmal, dann steht der gleich auf Level 3. Aber das ist wirklich, wirklich teuer. Denn Benzin ist speziell am Anfang auch Mangelware, muss man sich gut überlegen. Wenn ich dann wieder an der Reihe bin, ja, das heißt, jeder macht immer nur eine Aktion, entweder promoten, einen Test machen oder passen. Wenn ich wieder an der Reihe bin, könnte ich den dann jetzt in eins dieser 2 Felder hier einsetzen. Was beim Promote noch möglich ist, und das geht, indem ihr eine Spezialaktion macht. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den auf Stufe 2 promoten und weil ich Angst habe, dass mir vielleicht hier oben eine Aktion weggeschnappt wird, könnte ich sagen, ja, okay, ich zahle nochmal 1 Benzin dazu, in diesem Fall 2 plus 1 ist 3, dann stelle ich den nicht nur hier in den Wartebereich, sondern darf gleich eine dieser Aktionen durchführen. Ja, in dem Fall
wäre das Symbol, ich gehe hier zwei Tracks nach oben, weil ich Angst habe, dass jemand anders hier vielleicht schon ein Bonusplättchen vor mir nimmt. Zahle ich da lieber ein Benzin mehr und mache auch gleich die Aktion dazu. Und das findet ihr überall hier auf dem Plan. Das ist dann ganz easy, wenn ihr das jetzt quasi gecheckt habt. Ihr seht hier, wenn ich hier stehe, dann könnte ich hier raufgehen, Promote machen für 4. Ja, grau ist immer diese Promote-Linie. Oder hier verbunden mit blauen Feldern eine Aktion zu machen und könnte den dann hier abstellen. Oder ich zahle diese 4 plus 1, dann könnte ich hier drüben, ihr seht, dieser Plan verrutscht immer, weil das jetzt gerade wirklich total blöd ist, dass da Plättchen unten reingerutscht sind und jetzt das blockieren. Darum ist es ein bisschen blöd. Aber ich könnte jetzt 4 bezahlen plus 1 ist 5 und dann stelle ich mich gleich hier rein. Sehr cool, oder? Man sieht ja auch, diese Aktionen, wie ich anfangs gesagt habe, sind ja zufällig ausgelegt und es wird auch im Zweispielerspiel dementsprechend Aktionsfelder hier gesperrt. Ja, dann fragt ihr euch, wozu sind die blauen Linien? Das ist ganz einfach. Stellt man sich mal vor, ich habe jetzt diese zwei, oder meine Frau hat jetzt diese zwei Felder blockiert, dann könnte ich alternativ, ja, weil es mir jetzt nicht mehr möglich ist, hier eine dieser Aktionen zu machen. Das finde ich sehr schön gelöst. Dafür, dass sie beide blockiert hat, dann einen Level 2 Task einfach machen. Ja, das heißt, ich komme da gleich hoch und darf dafür einen Level 2 Task machen. Dafür sind die blauen Linien da. Wenn die zwei besetzt werden würden, und ich stehe auf Level 2, dann könnte ich schon den Level 3 Task hier machen, zahle dafür aber nur 2. Weil sie natürlich da auch einen großen Vorteil genießt, wenn sie jetzt hier zwei Felder besetzt. So, das mal die Kernmechanik, wie macht man das? Ja, das heißt, das ist schon sehr geil, man muss sich das gut überlegen, wo man seine Rohstoffe ausgibt, denn man muss ja auch fürs Gebäude bauen bezahlen, ja, man muss das Regeneratoren bauen bezahlen, das komme ich dann gleich, man muss diese Level-Ups bezahlen und das ist schon wichtig und das sorgt für viel Planung hier drin. Ja, dann gibt es hier den Level-4-Task. Wenn man seinen Level-4-Task jetzt gemacht hat, ja, wir sind jetzt hier oben, egal mit welchem Kommando, zu dem dicken Kommando komme ich dann gleich. Angenommen, wir machen jetzt diesen Level 4 Task, dann passiert Folgendes. Wir haben hier eine Reihe an, da stelle ich die Arbeiter mal auf die Position zurück, wo sie hingehören. Und wir haben hier Arbeiter, die wir freischalten können. Also das sind ja, Arbeiter, das sind Bevölkerungsmiepel, könnte man sagen. Und wenn ihr jetzt diesen Level 4 Task abgeschlossen habt, ja, dann wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, einen eurer Siedler auf den Wartebereich hier oder in den Wartebereich dieses Intercoms zu setzen. Ja, das heißt, wir haben hier die Leiste, in der wir wieder unsere Siedler haben, die darauf warten, freigeschaltet zu werden. Und ihr könnt dann einfach einen Siedler hier nehmen und in den Wartebereich stellen. Wenn ihr diesen Task nochmal abschließt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Siedler hier hineinzustellen und dann zählt auch das Endgame Scoring hier drin. Ja, das heißt, ich würde im Endeffekt für jeden goldenen Regenerator 6 Punkte bekommen. Das heißt, ihr seht, man muss sie erst freischalten und dann reinsetzen. Was ja auch nicht ganz klar oder ein bisschen schwammig in der Anleitung formuliert wurde. So wie es aussieht, natürlich setzt ihr den in den Wartebereich des jeweiligen Tasks, der hier verbunden ist und performt hat. Aber ihr seht, in der Mitte sind diese zwei Aktionen gesperrt. Das heißt, man geht eigentlich nicht hier rein und dann hinauf. Das heißt, wir haben das so geregelt. Wenn man hier auf eines dieser Intercoms angelangt, kann man den Siedler auch in den mittleren Wartebereich setzen, wenn man denn möchte. So haben wir das eben geregelt und das war ganz in Ordnung. Ja, so viel zum Setzen. Wenn ihr jetzt den Level 4 Task abgeschlossen habt, den Siedler gesetzt habt, dann nehmt ihr diesen Arbeiter, diesen Kommando, ich sage jetzt immer Arbeiter dazu, es ist für mich normal, ist leichter, und stellt den sofort in den Wartebereich auf Stufe 1. Das bedeutet, ihr könnt den Arbeiter in dieser Runde nochmal verwenden. Wie man vielleicht schon gesehen hat, man hat drei Arbeiter, sprich, man würde pro Runde drei Aktionen schaffen oder machen müssen. Wenn ihr jetzt einen Level 4 Test gemacht habt, dann könnt ihr 4 Aktionen durchführen.
Ja. Schafft ihr es, wenn ihr noch einen Level 4-Test macht, wären das dann 5 Aktionen. Das kommt zwar nicht oft vor, ist aber natürlich möglich. Kommen wir noch zu dem Spezialkommando. Der funktioniert genauso wie diese anderen Kommandos hier auch. Er hat den Vorteil, wenn man ihn promoted hat, kann der eine Special Action, also eine schnelle Aktion, sofort durchführen, ohne die Kosten dafür zu bezahlen. Als Beispiel, wenn wir den jetzt von Level 2 auf Level 3 promoten, zahlen wir 4 Benzin, möchten wir jetzt hier gleich die Aktion durchführen, schieben wir den gleich rüber, setzen ihn auf eines dieser zwei Felder und sparen uns dadurch ein Benzin. Das ist seine Spezialfähigkeit. Ja, der kann im Endeffekt diese Spezial-Action kostenlos durchführen. Ansonsten ein ganz normaler Kommando. Ja, so funktioniert jetzt dieser Ablauf hier, die Kernmechanik mit diesem Bewegen der Kommandos. Jetzt kommen wir zu den Aktionen, speziell gesehen, was man hier alles machen kann und wie das funktioniert. Ihr habt ja schon gesehen, man versucht ja immer eigentlich keine Mehrheiten. Das ist ja kein Spiel, wo es um Mehrheiten geht, sondern eigentlich nur, wie viel von den Gebäuden habe ich gebaut und wie viele Siegpunkte kann ich da abgreifen. Und je nachdem, wer schneller bei der Wertung da ist, bekommt mehr Siegpunkte dafür. Ja. Und dafür gibt es eben diese unterschiedlichen Tracks. Den hier haben wir schon kennengelernt. Dann gibt es noch diesen Track hier. Und dieser Track, da könnt ihr ganz einfach Arbeiter einsetzen. Denn wir haben hier diese Symbole von Arbeitern abgebildet. Ihr seht hier, ja, da gibt es Arbeiter zum Freischalten und hier am Energy Track gibt es auch Arbeiter. Wenn wir hier zwei Gebäude jetzt gebaut haben, dürfen wir von hier oben einen Arbeiter freischalten. Ja, das bedeutet, diese zwei wurden gebaut und in dem Moment darf ich einen nehmen und kann mir jetzt aussuchen, wo der landen würde. Entweder setze ich ihn auf eines dieser drei Intercoms sofort ein, ja, bin ich hier der Erste, bekomme ich 3 Siegpunkte für jedes grüne Gebäude. Setze ich den Arbeiter hier in diesen Wartebereich, habe ich eine zusätzliche Möglichkeit, hier die Leiste hochzuwandern. Ihr seht, da wurde auch schon fleißig aufgewandert. Am Spielstart gibt es hier zwei Arbeiter, die man freischalten kann und man hat zwei Arbeiter, die hier schon starten würden. Aber durch dieses Freischalten, wie gesagt, ist es möglich, in eines dieser zwei Positionen zu setzen. Oder, ja, dritte Möglichkeit, ihr setzt ihn in eines dieser Wartebereiche. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend zweimal hier raufkommen, um einen reinzusetzen. Wenn ihr hier etwas freischaltet, könnt ihr den raufsetzen, dann macht den Level 4-Test und setzt gleich den Arbeiter rein. Also da gibt es schon wirklich viel, auf das man achten muss. Das wäre das Freischalten der Arbeiter. Jetzt kommen wir spezifisch zu den Aktionen. Gebäude bauen haben wir schon kennengelernt, nur möglich, wenn schon Regeneratoren sich da befinden. Das heißt, hier haben wir ein leeres Feld, da kann ich kein Gebäude bauen. Dann gibt es natürlich die Aktion hier drüben, Generator bauen. Ihr seht dieses Hexagon, Holzteil mit einem Pfeil nach unten. Ich setze mich rein, darf einen Generator bauen, auch wieder zusammenhängend, abhängig von diesen Energy Track, ja, wenn der sich hier oben befindet, dann kann ich aus diesen drei Leisten hier einen Generator bauen. Die Kosten sind ja abgebildet. Wenn ich hier diesen Generator nehmen würde, nehme ich den mal hier weg, steht hier ein Generator, zahle ich die Benzinkosten, die hier abgedruckt sind, also 3, nehme ihn und setze ihn auf ein beliebiges Feld. Das ist wirklich schön, ihr seid hier nicht ja, abhängig von irgendwelchen Nachbarschaften oder so, sondern auf eine beliebige Region, in diesem Fall hier, und bekomme sofort den Bonus, der hier abgedruckt ist. Und der würde bedeuten, 2 Schritte auf dieser Leiste gehen. Und wir haben hier auch Wege und Plättchen, die im Spielanfang natürlich auch hier ausliegen. Ich sage, ich werde hier nacheinander alles wieder aufbauen. Und haben hier eines dieser drei Wege und könnte da jetzt 2 Schritte gehen. Und bekomme jeden Bonus, der hier abgebildet ist, mit meinen Arbeitern. Diese Plättchen werden eingesammelt, wenn ihr die nehmt und sind dann nicht mehr verfügbar. Ich könnte hier wählen, ich bekomme 2 Siegpunkte sofort plus 2 Benzin. Oder ich nehme nicht das Plättchen, sondern hier einfach nur 2 Siegpunkte. Ja, ich nehme natürlich das Plättchen, gebe das weg, mache den zweiten Schritt jetzt entweder hier
oder hier. Hier wären es 2 Siegpunkte. Hier dürfte ich eine Auftragskarte nehmen auf die Hand. Ihr habt auch kein Handkartenlimit. Schiebt die Karten wieder nach und lege einen neuen Auftrag hier an. Das wäre schon mal so, wie baut man den Regenerator und löst die Boni aus. Ja, baue ich hier einen Generator, ihr seht, so einen goldenen, der kostet mich gleich 5 Benzin. Erst möglich ab Stufe 6 des Energy Tracks. Dann bekomme ich sofort 4 Siegpunkte. Ja, das würde ich dann so ausschauen. 4 Siegpunkte. Wenn jetzt meine Frau da unbedingt diese 2 Militärgebäude haben will, baut hier ein Gebäude rein, würde ich nochmal 4 Siegpunkte als Bonus bekommen, dass sie meinen Generator genutzt hat. Ja, dann sehen wir noch diese Energiesymbole. Diese bedeuten, logischerweise, wenn ihr einen Generator gebaut habt, bekommt ihr auch einen Energy-Schritt nach oben. Ja, baue ich hier den ersten kleinen, bekomme ich einen Schritt für den Regenerator, baue ich den zweiten noch einen Schritt, baue ich den dritten noch einen Schritt. Hier in der Mitte haben wir ein allgemeines Einsatzfeld. Da können sich auch beliebige Arbeiter befinden. Ja, hier kann sich nur ein Arbeiter befinden. Hier beliebige, und da habe ich auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel einmal den Energietrack hochzugehen. Ja, das heißt, man bekommt durch diverse Kartenboni im Laufe des Spiels oder andere Boni wie hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, Energie zu erhöhen. Nicht nur durch diese Freischaltungen. Ja, das wäre schon mal diese Aktion. Dann haben wir hier diese Aktion hier. Das ist auch wieder Generator bauen, aber ihr bekommt zusätzlich ein Benzin als Bonus dazu. Ganz einfach. Hier dieses Zahnradsymbol ist auch einfach. Wir haben hier den Technologietrack und da können wir jetzt wählen, welchen dieser Technologiemarker wir nach oben schieben. Ihr seht, hier haben wir einen kleinen Weg, ja, und das bedeutet dann, dass wir uns aussuchen können, Energie, ja, oder einen Schritt hier bekomme ich Benzin. Ich glaube, die Symbolik ist ja eh selbstredend. Wenn man das mal weiß, kommt man da schon, kann man das schon gut verstehen hier. Oder ja, ich bewege hier den linken, das heißt der hier, einen Schritt nach oben. Das hängt dann auch zusammen, wie das Einkommen dann aussieht, das wir generieren werden. Das sage ich euch dann später. Ja, am Spielende gibt es natürlich dann auch noch Siegpunkte. Je nachdem, wie weit diese Marker hier oben sind, bekommt man dann auch Siegpunkte, die hier am Spielende abgebildet sind. Das wäre die Technologieaktion. Dann, was haben wir denn noch alles? Wir haben hier noch Forschungsplättchen, glaube ich, heißen die, die wir freischalten können. Und das sind hier diese Symbole mit den 2-Strich, Level 3-Strich, Level 4-Strich. Setzen wir uns darauf, dürfen wir uns eines dieser zugehörigen Plättchen nehmen. Ja, es sieht rosa, grün und gelb, je nachdem welcher Level. Und die haben unterschiedliche Effekte. Also die rosanen haben einen Einmaleffekt, der ist ja weiß abgebildet, und einen permanenten Effekt. Das ist so eine dauerhafte Fähigkeit. Hier zum Beispiel, wenn ich ein grünes Gebäude baue, darf ich sofort hier einen Schritt gehen. Wenn ich also diese Task mache, nehme ich mir kostenlos dieses Plättchen und baue es, ich hoffe, man kann es sehen, an eines dieser 4 Slots hier unten an. Und zusätzlich bekomme ich dann auch noch den Bonus, der hier abgebildet ist. Energie, Missionskarte, einen Schritt auf der Bevölkerungsleiste oder hier 2 Benzin. Ich zeige euch das nochmal hier ein bisschen im Detail. Ja, da gibt es wirklich viel zum Überlegen. Ihr seht, ich würde jetzt quasi einen Schritt bekommen. Lege ich das hier an, bekomme ich 2 Schritte. Ja, vielleicht will ich da gleich etwas erreichen, bekomme dann durch diesen Schritt noch einmal etwas. Ganz, ganz toll. Dann gibt es diese Plättchen, die haben nur einen Einmaleffekt. Man legt sie an, bekommt den Bonus, fertig. Und dann gibt es auch hier die Spielende-Plättchen. Zum Beispiel hier, den hatte ich für jeden Auftrag, den man abgeschlossen hat, 2 Siegpunkte am Spielende. Also das sind quasi nochmal solche Sachen, wie ihr hier auf den Intercoms sehen könnt. Hier ganz einfach pro Militärgebäude 3 Siegpunkte. So ist schwierig, die bekommst du nur bei Level 4 Tasks. Ja, das heißt, wenn du hier oben so einen Test machst, dir das Plättchen holst, dann vielleicht hier noch was einsetzt, kannst du 2 Scoring-Möglichkeiten erlangen.
Das ist natürlich sehr cool. Ja, dass wir das Plättchen nehmen. Dann bleibt noch eins, und das haben wir schon gesehen, ganz einfach, dieser Arbeiter, der abgebildet ist mit den jeweiligen grünen Schritten nach oben, habe ich schon gezeigt, wandert man hier. Auch diese blauen Plättchen hier, die sind sehr cool, das sind Sofortwertungen, die man erlangen kann. Ja, hier zum Beispiel kann ich sofort eines meiner Gebäudetypen werten. Wie funktioniert das? Diese Plättchen werden dann, wie schon gesagt, auch entfernt, wenn man da vorbeikommt oder die triggert. Man muss sie ja nicht auslösen. Ich könnte auch hier natürlich 4 Benzin nehmen. Ihr habt schon diesen, ich sage immer, Mehrwerte-Track gesehen. Im Laufe des Spiels kann ich für jedes Smiley-Symbol, das ich bekomme, durch hier zum Beispiel diese Aktion, Smiley mit Pfeil nach rechts, zweimal, wenn ich das bekomme, kann ich hier diese Flaggen verschieben. Und die hängen natürlich zusammen mit den farblichen Gebäuden. Ja. Und am Spielende wird das auch nochmal bewertet. Ja, dann bekomme ich zum Beispiel für jedes grüne Gebäude 4 Siegpunkte in diesem Fall. Wenn ich jetzt hier vorbeikomme, kann ich so eine Wertung sofort durchführen und einmal für jedes grüne Gebäude 4 Siegpunkte bekommen. Ja, das heißt, ihr erhöht hier im Laufe des Spiels den Wert eurer Gebäude, die ihr gebaut habt. Das wäre zu diesen Aktionen, es war schon zwei in einem. Ja, gelangt man hier ans Ende eines Tracks, setzt man sich logischerweise als erster am weitesten links rein, bekommt demnach auch Spielende-Boni oder ja, Sofort-Boni. Das sind eigentlich nur Spielende-Wertungen. Ja, dann sind wir eigentlich die ganzen möglichen Aktionen schon durch, die man machen kann. Ich komme dann noch zu einer Zusammenfassung, aber was immer wichtig ist, aufpassen. Der Boni wird nur getriggert, wenn man den Generator baut oder wenn sich ein Spieler zu einem anderen Spieler hinbaut. Was auch wichtig ist, es gibt den Nachbarschaftsbonus, das wäre dieser hier, das sind diese Barrikaden. Wenn ich jetzt als Erster, zum Beispiel meine Frau hat jetzt hier ein Gebäude gebaut und sie baut jetzt hier das zweite Gebäude in der Nachbarschaft zu diesem Gebiet, dann darf sie dieses Plättchen triggern. Ja, zwei sind benachbart, bekommt 4 Siegpunkte, dreht das Plättchen um. Und wenn ich jetzt hier auch zwei, also eine Nachbarschaft herstellen würde, bekomme ich dann nur mehr 3 Siegpunkte. Ja, also der, der als erster Nachbarschaften herstellt, kann hier noch ein bisschen bessere Fähigkeiten triggern. Hier zum Beispiel seht ihr 2 Benzin, 1 Benzin. Ganz easy. So viel zu dem noch. Dann das Passsystem ist auch ganz witzig. Ja, ihr seht, wenn man gepasst hat, dann schiebt man hier seinen Marker nach unten. Haben alle gepasst, ist die Runde zu Ende. Und wenn die Runde zu Ende ist, wird hier eine Karte entfernt. Dann kommen neue Karten. Alle Arbeiter, die hier stehen, das ist ganz wichtig, kommen in die Wartebereiche ihrer jeweiligen Levels zurück. Ja, das heißt, der steht hier, ist verbunden, kommt in den Wartebereich hier zurück. Der hier kommt in den Wartebereich von hier. Wenn der da stehen würde, ja, kommt er, das ist natürlich Level 4, wenn er hier stehen würde, kommt er in diesen Wartebereich zurück. Ja. Hier natürlich kommt er in diesen zurück und von der Mitte wird er auch hier zurückkommen. Das wäre dann ein Rundenende, das heißt, alle Arbeiter sind dann wieder verfügbar. Wir schieben den Rundenmarker nach vorne und dann wird Einkommen generiert. Einkommen generiert man mit dieser Leiste hier, die sagt euch, wie viel Benzin ihr bekommt, aber nur von dem Marker, der von diesen beiden am niedrigsten ist. Das heißt, in diesem Fall ist der Energiemarker niedriger als der Technologiemarker auf der rechten Seite hier, dieser, und ich würde 5 Benzin bekommen. Ja, wäre das hier der Fall, würde ich 3 Benzin bekommen. Das sorgt dafür, dass man immer versucht, auch beide, ja, relativ gleichmäßig hochzuleveln und sich nicht nur auf einen hier fokussiert. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes System, was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht mit dem Einkommen generieren. Ja, und dann wird eine neue Runde ausgespielt. Und das geht so lange bis zu Ende ist. Ihr seht, ab Runde 3, also beziehungsweise ab Runde 4, kommen diese Karten ins Spiel und diese Karten sind da auch, die geben auch einiges am Bonus her, ja, also die sind schon sehr stark, aber die kommen dann am Ende des Spiels. Ihr seht ja auch, zum Beispiel bekomme ich da gleich 4 Siegpunkte, wenn ich zwei rote Gebäude besitze und
ein Gebäude mindestens auf Silber oder Gold besitze, dann kann ich die Karte werten und Punkte generieren. Die Level 2 Karten würden dann so zum Beispiel aussehen. Ja, diese Missionskarten, dazu wäre noch was zu sagen. Wann kann ich die durchführen? Am Anfang oder am Ende meines Zuges spiele ich so eine Karte von meiner Hand ab. Ja, würde bedeuten, ich bräuchte hier ein blaues Gebäude in dieser hellroten Region. Ja, habe ich leider keins, hatte ich vorher. Hier zum Beispiel, blau in rot. Und irgendein militärisches Gebäude, das habe ich hier. Dann spiele ich am Anfang oder am Ende meines Zuges diese Karte runter und bekomme einen Benzin und hier oben einen Schritt und lege die Karte natürlich verdeckt von mir ab für diese schönen Wertungen, die hier ausliegen. So funktioniert das hier. Dann haben wir hier noch diese Special Intercoms hier. Die sind einmalig im Spiel verfügbar, ähnlich wie die Aufträge. Die kann man zusätzlich erfüllen. Habe ich jetzt hier zum Beispiel ein Militärgebäude und ein Forschungsgebäude, dann könnte ich zusätzlich zur Missionskarte einfach diese Karte umdrehen und bekomme den Bonus. Aber das ist natürlich auch nur einmal pro Zug möglich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt die beiden erfüllen würde, könnte ich trotzdem nur eines umdrehen. Sollte man nicht vergessen, denn wer das zuerst macht, ja, wer zuerst kommt, malt zuerst, sagt man so schön. Genau, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ich meine, der Rest ist ja selbstredend. Ihr seht hier, die Boni habe ich schon erklärt, was man hier bekommt. Auch toll hier der hohe Bonus. Ich kann sofort einen Auftrag abschließen, ohne die Bedingungen erfüllt zu haben. Oder 5 Siegpunkte, 4-mal Benzin. Ja, toller Track hier. Ja, und so verläuft das Spiel. Man versucht hier seine mit dem Benzin Haus zu halten, weil man will ja auch promoten, man will auch die Gebäude bauen, die Regeneratoren bauen, die kosten auch Geld, die Gebäude natürlich auch. Überall hier braucht man ein bisschen Benzin, gibt so viel zu tun, richtig, richtig schönes Spiel, das erstmal einen vielleicht ein bisschen überfordert, aber wenn ihr dann die Aktionen, ihr habt im Endeffekt nur drei mögliche Aktionen, die sind wirklich einfach. Und das hier zu planen, wie man hier rauf geht, das ist wirklich super. Das ist echt ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Auch die Siegpunktwertung am Schluss, glaubt man, dass das vielleicht überfordernd ist? Nein, das ist wirklich ganz einfach durchzuführen. Also man sieht hier ja, welche Gebäude das man gebaut hat. Die Farben sind da auch im Endeffekt schnell abgezählt. Ein bisschen dauert es natürlich, aber es fanden wir absolut nicht nervig. Es war echt total spannend. Ja, also da gibt es echt nichts zu sagen. Man hat hier viele Tracks, die man hochgehen kann. Und das ist wirklich ja, ein bisschen innovativ würde ich schon fast sagen, wie man hier mit den Arbeitern umgeht. Also echt, ja, ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Und da gab es jetzt einiges zu sagen. Und ich denke, also ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und wir sehen uns gleich beim Fazit wieder. Würde mich schon freuen, über dieses tolle Spiel zu reden. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon beim Fazit angelangt. Ich hoffe, euch hat die Spielerklärung gefallen und ich konnte euch das Spiel ein bisschen vermitteln, wie das funktioniert. Ja, es ist ja immer so, ein Spiel muss man erstmal selber spielen, damit man wirklich einen guten Eindruck davon bekommt. Aber ich hoffe, dass ihr da jetzt ein bisschen antizipieren könnt, worum es da geht. Wir kommen wieder zuerst zu den Standardpunkten, bevor ich dann natürlich wieder frei Schnauze reden kann und das natürlich auch ein bisschen ungeskriptet. Natürlich, also wie immer, meine Standardpunkte durch. Ja, das Spielmaterial ist wirklich super. Ja, wir haben zwar kein Leinenfinish, weder auf den Karten noch auf den Cardboards, aber immerhin, ja, hat man hier natürlich schon, ist ja auch heute nicht bei allen Spielen gang und gäbe, muss natürlich sein, die Löcher hier ausgestanzt im Endeffekt. Ja, also es gibt immer noch Spiele, wo auch das nicht der Fall ist, da rutscht dann alles herum. Kann man hier natürlich nicht machen, das wäre eine Katastrophe. Ist nicht dabelehrt, muss auch nicht sein, das reicht so, wie es da ist. Ja, also es ist nicht alles ausgestanzt, weil man hier Boni freischalten kann, aber die wichtigsten Tracks, also der Energietrack zum Beispiel, ja, das passt alles. Ja, also es ist echt super. Dann die Holzteile sind grandios, die sind auch so silkscreened gedruckt, also wirklich super. Ganz dicke Holzteile, vor allem hier dieser fette Kommandoarbeiter, das ist wirklich schön haptisch anzugreifen. Also materialtechnisch gibt es da fast keinen Einwand. Ja, fast. Warum sage ich fast? Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Board, ich habe das in der Spielerklärung gezeigt, wenn ihr da reingeguckt habt, wisst ihr, was ich meine.
Ich mache jetzt keine Draufsicht. Dieses Board hier, fand ich, hat einen großen Nachteil. Und zwar setzt man hier ja random diese Aktionen rein, die ihr hier seht. Und das Problem ist aber, das Board wölbt sich ein bisschen. Ja, wenn das nicht gerade auf dem Tisch liegt, und das wird es wahrscheinlich nicht, ja, ist jetzt wenig im Gegensatz zu anderen Spielen, aber wenn man dieses Board dann verschiebt, ja, dann schieben sich diese Marker hier unter das Board ein bisschen. Und wenn das einmal passiert, dann ist es enorm schwierig, hier die Marker wieder so zu verschieben, dass das Board flach liegt, und ja, im Laufe der Zeit verschieben sich dann die. Ja. Und das ist natürlich dann ein bisschen, das ist sehr blöd, weil du müsstest das ganze Board anheben und die Marker nochmal von oben reinklipsen, weil dann einmal wer schiebt, ist wieder alles vorbei. Das fand ich schon ein bisschen nervig. Ja, da muss man halt versuchen, dass keiner an dieses Board stößt oder das schiebt. Im Video seht ihr das am Anfang. Gleich am Anfang des Videos, wenn ich das wo erkläre, was hier aufgebaut ist oder damit hantiere, einmal verschoben. Schwierig, da ist das wirklich ein bebildertes Beispiel. Wenn euch das interessiert, seht euch das an, den Anfang des Erklärvideos an. Ist jetzt spieltechnisch natürlich nicht relevant, aber da hätte man das doch mit Double Layer besser lösen können. Also ich hätte da eventuell, das Schwierige ist natürlich, das ist beidseitig bedruckt. Ja, das seht ihr hier, beidseitig bedruckt. Aber man hätte hier, oder man müsste sich einen Zusatzkarton machen, das könnt ihr natürlich auch selber irgendwie basteln. Ja. Zusatzkarton, da legt man das Ganze dann drauf und schiebt das dann gemeinsam mit. Ja, dann kann man doch das auch flippen. Wäre eine Lösung vielleicht. Also das ist nicht perfekt, alles andere ist wirklich sehr gut. Die Qualität ist echt voll in Ordnung. Also auch viel, viel Holz dabei, schöner Druck. Mir gefällt auch die farbliche Gestaltung, anders wie meiner Frau. Die hat es am Anfang nicht so gefallen. Aber ja, also ich finde es materialtechnisch echt in Ordnung. Nicht hundertprozentig perfekt wegen dieses Fehlers. Und ich muss auch schon dazu sagen, ja, ich kritisiere das jetzt immer und lasse das auch schwer gewichten, weil der Level, der Produktionslevel generell, der Gesamteindruck eines Spiels, der Level ist wirklich schon sehr hoch gestiegen, ja, und man findet auch selten irgendwo welche Kritikpunkte. Also es ist schon so, dass man auch jetzt Kleinigkeiten natürlich gut gewichten muss. Ja, das war's zum Thema Material, dazu führe ich vielleicht dann später in der Zusammenfassung noch was, was die Bewertung anbelangt. Der Spieleranzahl, ich habe leider keine Zeit jetzt die Eurogames Solo zu testen. Ich würde das gerne machen, aber es ist ja nicht so, dass man da 5 Spiele in einen Tag macht. Das heißt, irgendwann werde ich das schon mal solo probieren. Wenn man das solo spielen möchte, es gibt auch ein Kartendeck, wie sich so eine Art Bot hier auf dem Spielplan verhält. Macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Ich habe dann mal kurz reingeguckt. Ich glaube, dass es solo auch in Ordnung sein wird, kann aber leider dazu nichts sagen. Ich bin ehrlich, ich habe das Spiel jetzt da 3-mal zu zweit gespielt. Nicht zu dritt oder zu viert. Aber uns gefällt das Spiel zu zweit richtig gut. Ja, man hat sich hier richtig Mühe gegeben. Es ist so ein Spiel, wo der Spielplan perfekt angepasst wird und aufgrund des Spiels das auch wirklich einfach ist. Man hat 2 Seiten des Brettes, dann ist das Gebiet kleiner, das ist so wirklich so eine klassische Anpassung. Man hat weniger, aber trotzdem das gleiche Spiel. Also sowas gefällt mir immer sehr gut. Ja, dann kann ich das, glaube ich, auch antizipieren, wie das zu dritt und zu viert ist. Habt ihr genau das gleiche Erlebnis, nur zu dritt und zu viert, habt ihr dann mehr Aktionsmöglichkeiten natürlich, bewegt sich da mehr auf diesen Aktionstrack hier, dann ist natürlich dann weniger gesperrt und es sind mehrere Gebiete verfügbar. Ich glaube, zu zweit ist es schon geil zu spielen und es macht hundertprozentig zu dritt und zu viert auch voll viel Spaß und hat keinen Nachteil, außer dass man natürlich damit mehr Downtime rechnen muss, wo das Spiel eigentlich jetzt nichts dafür kann, mechanisch gesehen. Also ja, ich denke, es ist mit aller Spieleranzahl wirklich sehr geil. Nur solo kann ich da eben, muss man immer sehr vorsichtig sein, weil das kann gut sein oder auch nicht so cool sein. Dazu kann ich leider nicht so viel sagen, aber der Rest ist sicher voll geil. Zu zweit super zu spielen und zu dritt, zu viert sicher oder 100% auch sehr, sehr gut. Ja, dann die Spieldauer. Hier steht 60 bis 120 Minuten. Absolut bin ich da dafür. Schafft man locker. Aber 60 Minuten zu zweit schaffen wir sicher nicht. Ja.
Und es ist immer so, ich finde, die Spieldauer zu bewerten, ist wirklich ganz schwierig bei einem Spiel, weil jeder Spielertyp unterschiedlich ist. Also ich und meine Frau hängen auch gerne mal da. Vor allem das Spiel gibt es total her, dass man viele Möglichkeiten hat, zu überlegen. Also wir brauchen zu zweit schon 2 Stunden, um das Spiel zu spielen. Ja, die erste Partie, glaube ich, hat keineinhalb Stunden gedauert oder so. Aber es ist definitiv nicht so extrem episch, dass man so lange brauchen würde. Das war das erste Spiel damals, ja. Aber man hat so viele schöne Möglichkeiten. Also ja, die Spielzeit ist nicht unrealistisch, aber 60 Minuten würden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Man spielt auch nur 4 Runden. Aber dazu sage ich dann später noch was dazu. Ja, dann, also ich denke, zu viert ist es, oder zu dritt, zu viert ist es sicher nur ein Spiel, das du einmal am Abend spielen wirst. Zu zweit könntest du es vielleicht zweimal schaffen, wenn alle die Regeln ganz gut kennen. Dann die Thematik. Ja, also das ist immer so ein Punkt, der ist, ja, es ist schwierig zu bewerten, eigentlich gar nicht, weil man muss sagen, das ist ein sehr mechanisch getriebenes Spiel mit klassischen Mechaniken, bis auf dieses coole Arbeiter-Upgraden. Die Thematik lebt ja davon, dass man irgendwie die Regeneratoren baut und dann besiedelt und so. Das kommt schon relativ trocken rüber. Ja, wir haben den Bevölkerungstrack, der dann hier besser wird. Also, ich finde cool, dass die Energie mit dem Technologietrack zusammenhängt, wie viel Benzin das man kommt. Also ihr seht, so wirklich mechanisch thematische Sachen zu finden, ist für mich bei dem Spiel wirklich schwer. Ist ja jetzt kein Nachteil. Ja? Also das ist halt wichtig, dass der Rest, dass die Optik dann funktioniert. Ich finde, das ist auch gut. Ja? Optik ist auch immer Geschmackssache. Aber mechanisch thematisch gesehen, ja, so wie bei Chocolate Factory, ja, das wäre so ein Beispiel, wenn ihr euch das vorstellen könnt, das Fließband lauft, ihr könnt dann die Schokolade veredeln und so. Ja, so ein Gefühl habt ihr da hier irgendwie nicht. Ja, klar, man baut sich hier auf und baut Regeneratoren und so, aber die Zusammenhänge sich so vorzustellen, funktioniert bei dem Spiel nicht. Ja, also Thematik würde ich jetzt keine 10 von 10 geben, das wäre vielleicht so eine 6 von 10. Ja, aber das ist kein Negativpunkt im Endeffekt, weil das Spiel ja wirklich gut ist. So. Dann Preis-Leistung finde ich voll okay. Ich weiß den Messepreis natürlich nicht, aber ich glaube, das waren so an die 60 Euro. Absolut gerechtfertigter Preis, tolles Spiel, tolles Material. Ja, also ich finde, der Preis war echt okay, wenn ihr das um den Preis irgendwo bekommt. So, zusammengefasst. Ich muss schon sagen, es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich habe nicht so viel davon erwartet. Warum habe ich es mir gekauft? Ich hatte das Voressen nicht auf der Liste, habe es nicht gekannt, habe das beim Verlag gesehen, ja, mal bei den Spieltischen ein bisschen zugeguckt und denke mir, boah, das sieht echt cool aus, ja. Und wie die da mit den Arbeitern sich bewegen müssen, das ist echt schön gemacht, ja, und so. Und habe dann gedacht, das ist so ein typisches Spiel, das catcht mich erstmal optisch. Es ist viel los auf dem Board, hat schöne Spielerboards, ja, wo man viel freischalten kann, sowas gefällt mir ja auch. Und denke mir dann, ja, das war dann so ein spontaner Kauf, den ich da getätigt habe und ich wurde nicht enttäuscht. Klar muss man sagen, optisch ist es vielleicht für nicht jedermann ansprechend. Mich hat es schon beeindruckt, ja, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Aber meine Frau hat nach der Spielerklärung erstmal gesagt, so, boah, ja, also optisch ist das jetzt nicht mein Fall. Also zwei verschiedene Welten. Und nachdem sie es dann gespielt hat, sie war voll begeistert von dem Spiel, hat sie dann gesagt, ja, auch wenn es jetzt optisch nicht so mein Fall ist, ich finde das Spiel echt geil. Ja, also von daher ist wirklich so ein Effekt, ja, wenn das Spiel gut ist, kann man auch über die Optik drüber hinwegsehen. Bestes Beispiel Santa Maria damals, ja, der Vorgänger von Saltfjord. Ich habe das Spiel sehr oft gespielt, super geile Mechanik, aber hässlich wie Sau. Ja. Das trifft natürlich hier nicht zu. Ich finde es cool, so wie es ist. Und ja, ist natürlich Geschmackssache. Aber das war schon schön, auch so einen Effekt auch mal von einer Frau zu hören. Und ja, da hört man schon, dass es ein richtig gutes Spiel ist. Und was mir besonders daran gefallen hat, das ist eben wirklich dieses Arbeiter einsetzen. Denn wenn man den Rest des Spiels hernimmt, ist es ja ziemlich basic, was man hier macht. Ja, du versuchst
die Gebäude zu bauen, mit denen du Symbole sammelst. Mit den Symbolen wiederum kannst du diese Missionskarten triggern, die dir Boni geben. Mit den Symbolen musst du die Endwertungen triggern. Ja. Also du versuchst hier eigentlich keine Mehrheiten herzustellen, sondern einfach nur so viele Punkte wie möglich zu sammeln für das Spielende dann. Ja. Da geht es sich darum, wer hat die meisten oder die größten. Sowas finde ich ja auch irgendwie cool. Ja, nicht wie in vielen Spielen. Ja, wer jetzt die meisten Punkte hat, der bekommt, wer die meisten gelben hat, zum Beispiel, der bekommt dann 20 Punkte, der Drittmeister bekommt 10 oder so. Nein, hier ist alles, was du aufbaust, wird irgendwie gescored, vorausgesetzt, du aktivierst die Scoring auch. Ja. Und da bekommt man dann schon ein bisschen Druck, wenn man sieht, ja, der eine hat jetzt für die grünen Gebäude da etwas getriggert. Hat reingesetzt, bekommt am Spielende 3 Siegpunkte für jedes grüne Gebäude. Was mache ich? Ja, gehe ich jetzt auf die roten, der hat nicht so viele rote, oder gehe ich auch ein bisschen auf grün, um das ein bisschen auszugleichen? Mache ich das noch? Also hat man wirklich sehr schöne Sachen, die man hier denken kann. Und mit diesem Arbeiter-Movement, das ist halt so die Sache, die sich ein bisschen innovativ oder neu anfühlt. Ja, ich bin zwar ein YouTuber, habe schon sehr viele Spiele gespielt, aber kenne ja auch lange nicht alle Spiele oder habe auch noch lange nicht alles kennengelernt, was dein Sektor ist. Und für mich ist dieses Arbeiter-Movement, das man hier hat, also hier an den Leisten, plus, dass du die Arbeiter verbessern musst, ja, um hier noch geile Reaktionen zu machen oder hier das Endgame-Scoring zu triggern, das ist schon ein bisschen was Innovatives, finde ich. Ja. Das ist wirklich super. Das ist der Kernmechanismus des Spiels. Und der Rest, den man da macht, ist ja eigentlich ziemlich einfach. Und das ist ein weiterer Pluspunkt des Spiels. Wenn man, ich hab da noch einen großen Kritikpunkt, ja, den ich zum Material einbauen hätte können, aber der kommt da noch. Aber der weitere Pluspunkt des Spiels ist es. Erstmal wirkt es ziemlich komplex. Ja, wenn man das Ganze optisch mal betrachtet mit den ganzen Symbolen, die da hier sieht, ja, denkt man sich, boah, ja, es ist schon ein komplexes Teil. Aber das Spiel erzeugt die Komplexität nicht von den Regeln her, sondern von den Möglichkeiten her. Und sowas ist ja immer ganz toll in einem Spiel. Weil du hast eigentlich nur drei Sachen, die du machen kannst. Entweder verbesserst du den Arbeiter, ja, ein Level höher, oder du machst eine Aktion mit deinem Arbeiter. Und das dritte ist passen. Ja, also das ist das Einzige, was du eigentlich an Regeln lernen musst. Und der Rest ergibt sich aus den Symbolen. Meistens, ja, meistens. Das heißt, dieses Arbeiter-Freischalten steht jetzt nicht irgendwo geschrieben, das gibt es einen Kritikpunkt von mir. Aber wenn du eine Runde gespielt hast, sagen wir mal zwei Runden gespielt hast, dann kennst du in dem Spiel die ganze Symbolik. Erstmal wird es total unübersichtlich, aber du hast dann gleich den vollen Durchblick und die Symbolik ist dann wirklich einfach zu lesen. Ja? Also ich finde, die Symbolik in dem Spiel ist wirklich super gemacht und das erleichtert dir den Einstieg dann auch enorm, obwohl es erstmal überladen wirkt. Und weil ich vorher schon gesagt habe, die Komplexität des Spiels, ja, Regeln sind einfach, aber du hast so viele Möglichkeiten. Wo investierst du dein Benzin? In Generator bauen, in Gebäude bauen, in Arbeiter verbessern. Das ist echt wichtig, dass man das hier macht. Wenn du einen Arbeiter freischaltest, setz ihn auf den Bevölkerungstreck, der dir super Boni gibt, ein Endgame Teil triggern oder in den Wartebereich für die Arbeiter oben für ein nächsteres Endgame setzen. Drei super geile Entscheidungen und alles, was ihr hier macht, ist nicht für die Katz. Ja, das heißt, es gibt ja Spiele, wo du dir denkst, oh, ja, wenn ich da jetzt diesen Track hier hochgehe, bekomme ich zwar ein bisschen Belohnung, aber das fühlt sich jetzt nicht so wertvoll an, dass ich das mache. Ja, also alles, was du hier machst, bringt dir das Gefühl, das war nicht umsonst, außer du hast dich natürlich voll verplant. Ja, aber Fakt ist, wenn du den Track hier hochgehst, bekommst du wirklich immer mehr und immer bessere Belohnung. Das zahlt sich aus, was man hier macht. Und das gibt dir das Spiel. Und da hast du wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch hier die Technologiemarker. Ja, generiere ich jetzt hier ein bisschen mehr Benzin und Einkommen, soll ich schauen, dass beide Marker nach oben kommen. Ah, wie mache ich das jetzt? Eigentlich wollte ich ja hier einen Arbeiter aufleveln und hier ein Gebäude bauen, aber ich sollte auch hier, ah ja, das ist also zusätzlich die Missionskarten, die ihr habt. Auch hier noch, sieht voll einfach aus. Ja, wenn man hier die Level 2 Karten hernimmt, ja, ich brauche nur zwei grüne Gebäude im violetten Bereich. Ja, mach das mal. Muss erst mal einen Generator bauen.
baut der Spieler vor dir einen Generator hin, ja, setze ich mich da jetzt rein und gewähre ihm den Bonus. Ja, vielleicht mache ich es, ja, dann bekommt er zwei Schritte auf dieser Leiste, hat auch was davon. Und das ist auch so die nächste Sache. Ich mag eigentlich nicht so sehr Spiele wie bei Gaia Project damals. Wenn du irgendwas baust, dann ist der Nachbarschaftsbonus erzwungen. Das Gefühl hast du irgendwie nicht so. Also wenn du jetzt als Erster einen Generator baust, kannst du dich schon ärgern, dass dir dann jemand den Bauplatz wegnimmt, aber den Bonus, den du dafür bekommst, der ist dann halt nochmal der Baubonus und der kann schon sehr stark sein. Ja, also wenn man da hier zum Beispiel drei Schritte bekommt, weil man hier diesen goldenen Regenerator setzt, dann drei Schritte auf der Bevölkerungsleiste, das ist enorm viel, das du da bekommst. Ja, also wirklich viel. Und wenn auf diesen goldenen Punkt jetzt nach dir ein anderer Spieler diesen Bauplatz besetzt, zwei Symbole dafür bekommt, bekommst du nochmal drei Schritte und boah, ja, also das ist geil. Also du fühlst dich da irgendwie nicht so verarscht. Ja, musst halt damit rechnen, dass da jemand hinbaut, aber kriegst das halt doppelt, kannst schon vielleicht ein bisschen da antizipieren. Also auch ein wunderschöner Faktor des Spiels. Das ist echt super. Und diese Missionen will man ja auch lösen, weil die Boni geben. Ja, zum Beispiel diese Mission, die ich gezeigt habe hier, gibt euch ein gratis Upgrade eines Arbeiters. Das ist so stark, Leute. Ja, das will ich unbedingt schaffen, irgendwie da gratis eine Stufe höher zu kommen. Also, ja, Wahnsinn. Das ist voll motivierend, das Ganze. Und wie gesagt, die Komplexität entsteht durch die Möglichkeiten und nicht von den Regeln. Top-Punkt. Ja. So. Alles Positive habe ich jetzt gesagt. Jetzt kommen wir noch zu einem Negativpunkt in diesem Spiel. Und ja, das hat mich beim Einstieg schon gestört, weil, wenn wir vorher geredet haben, dass manche Sachen State of the Art sind heute, wie manchmal eben Double Layer Boards oder diese ausgestanzten Löcher hier an den Boards, damit nichts verrutscht. Man generiert so ein tolles Spiel mit so vielen Symbolen und wenn du das noch nie gespielt hast, erschlägt es dich natürlich. Was ist dann obligatorisch bei so einem Spiel? Man macht zumindest einen Übersichtssheet, den jeder Spieler bekommt, was die unterschiedlichen Symbole jetzt machen, wie die Aktionsplättchen gesteuert werden und so weiter und so fort, die Bonusplättchen. Problem ist, man muss jetzt immer in der Anleitung erstmal blättern und die Symboliken raussuchen. Und wenn du da jetzt vier Leute am Tisch hast, ja, und du musst das Spiel erklären, und die haben noch keine Ahnung von der Symbolik. Du kannst es zwar erklären, aber man will das ja auch selber sehen, damit man das Spiel versteht beim Spielen und nicht immer fragen muss. Das heißt, es wäre schon bei so einem im Endeffekt Spiel mit vielen Möglichkeiten, Symboliken wirklich erforderlich, Spielehilfen zu machen. Mit den drei Aktionen schon abgelistet. Ja, ich kann das und das machen in meinem Zug. Was passiert, wenn ich den Arbeiter freischalte, in diesen Bereich oder diesen Bereich einstellen? Und was machen die Symboliken? Und das Witzige ist, ihr seht auch hier an der Rückseite, ja, die Turn Order, die einfach wirklich einfach ist im Endeffekt, aber trotzdem für den Spielanfang, das ist geil hier zu sehen. Und hier an der Rückseite gibt es halt Platzverschwendung mit Artwork. Man hätte zumindest die Rückseite ein bisschen schöner und übersichtlicher gestalten können. Und alles, was hier, ja, vielleicht hier abgebildet ist, ein bisschen besser zusammenfassen können. Also das ist ein Kritikpunkt, wo ich sagen muss, ja, okay, beeinflusst die Spielmechanik selber natürlich nicht. Aber ich habe es vorher schon erwähnt, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr kritisch geworden in meinen Bewertungen. Und dadurch wird wirklich alles sehr gewichtet bei mir. Und ihr habt auch gesehen, das Spiel hat wieder Silber bekommen. Das heißt, ich gebe dem Spiel die Silberauszeichnung natürlich, ganz klar. Und ihr müsst jetzt die Silberauszeichnung so verstehen, ihr habt die sehr selten gesehen auf meinem Kanal, weil ich irgendwie nicht wusste, wie soll ich denn jetzt Silber und Gold unterscheiden. Ja. Und Gold soll wirklich jetzt für ganz besonderen Spaß stehen, wo wirklich alles oder zumindest fast alles perfekt passt. Hier ist eben materialtechnisch noch ein bisschen was drin. Spielspaß ist enorm, das ist ganz wichtig. Auch eine kleine innovative Sache ist drin, aber die Spielerhilfe fehlt auch. Und seht jetzt einfach so, ich hoffe, das Mic passt noch.
Seht das Silber-Emblem einfach nur so, das ist wie vom Dice Tower das Seal of Approval. Ja? Also das ist bei mir so die Art, euch zu zeigen, das Spiel ist vielleicht nicht für jedermann. Es hat ein paar kleine Sachen, die nicht 100% sind, aber es hat einen enorm hohen Spielspaß. Und das ist wichtig, das ist das Silberabzeichen. Also wohlverdient für Phoenix in Horizon, hat mich total überzeugt und bekommt von mir im Endeffekt auch mein Approval. Das Silbersiegel, und ich werde das auch im Wochenrecap noch einmal kommunizieren, wofür dieses Siegel auch steht. Ja. Also ist für Eurogame-Fans wirklich die absolute Kaufempfehlung von mir, wird definitiv bei meiner Sammlung bleiben und möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Und ich glaube, dass ich auch nach längerer Zeit wieder gut in das Spiel reinkommen kann, denn es ist wirklich einfach zu lernen, wenn man das schon mal gespielt hat, bis das sicher wieder leicht drin. Ja. Einzig das Arbeiter freischalten. Das muss man sich dann noch einmal ansehen. Vielleicht noch ein Kritikpunkt, ja, ich konnte nicht antizipieren, wenn du zu zweit spielst, wie stelle ich denn einen Arbeiter in den mittleren Mathebereich oben? Na, das ist noch ungeklärt, vielleicht weiß das jemand von euch, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Fazit hat euch vielleicht auch für die Kaufentscheidung natürlich geholfen. Ich wurde nicht gesponsert für dieses Video, habe mir das auf der Messe selber gekauft und von daher auch sehr unbefangen. Und ja, darum hoffe ich, dass ihr auch meinen Kanal gerne unterstützt. Lasst einen Abo-Button da, ganz wichtig, Glocke aktivieren und vielleicht möchtet ihr mich auch gerne auf Patreon unterstützen. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Für technische Upgrades wird dieses Geld verwendet oder auch ein bisschen für Spiele. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal durch solche Sachen, die einfach durchzuführen sind, wie einen Haken machen, auch unterstützt werdet. Ja. Das war's zu Phoenix Horizon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Video, euer Austrian Board Gamer. Ciao.